Gut, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Philipp Rohrbach und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien. Ich darf Sie heute zu unserer letzten Wiesenthal-Lecture im Kalenderjahr 2021 begrüßen, die, wie kann es anders sein, pandemiebedingt leider ausschließlich online stattfinden muss. Umso mehr freue ich mich, dass Sie so zahlreich an der heutigen Veranstaltung teilnehmen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch unsere Vortragende, Frau Doktorin Sina Arnold, die sich heute aus Berlin zu uns geschalten hat, um zu ihren Forschungen zu Antisemitismus in der postmigrantischen deutschen Gesellschaft zu referieren. Bevor sie damit beginnt, möchte ich sie allerdings ganz kurz vorstellen. Frau Arnold hat Ethnologie, Politikwissenschaften und Erziehungswissenschaften studiert und 2014 mit einer Studie zu Antisemitismus-Diskursen in der US-amerikanischen Linken nach dem 11. September 2001 an der TU Berlin promoviert. Nach ihrer Promotion war sie Fellow an der Tel Aviv University. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann Geschäftsführerin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Sozialforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Und gegenwärtig ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und auch Projektleiterin am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Technischen Universität in Berlin. Frau Arnold hat zahlreiche Forschungsschwerpunkte. Zu ihren aktuellsten gehört im Moment Antisemitismus in der deutschen Migrationsgesellschaft und in den USA, institutioneller Rassismus und Erinnerungskultur in Deutschland. Und passend zu diesen Forschungsschwerpunkten möchte ich Sie auch auf zwei Publikationen hinweisen, die es, falls Sie sie nicht zu Hause haben oder falls Sie sie nicht käuflich erwerben wollen, auch in der gut sortierten Bibliothek des Wiener Wiesenthal-Instituts gibt. Und zwar ist Publikation Nummer 1 Ihr Buch Das unsichtbare Vorurteil, Antisemitismusdiskurse in der US-amerikanischen Linken nach 9-11, das 2016 in der Hamburger Edition erschienen ist und das in stark überarbeiteter Form momentan gerade ins Englische übersetzt wird. Und dann möchte ich auch noch auf Ihren Beitrag Der neue Antisemitismus der anderen, Islam, Migration und Flucht hinweisen, der 2019 in der Neuauflage von Christian Heilborns, Doron Rabinowitsch und Nathan Snyders Sammelband Neuer Antisemitismus Fortsetzung einer globalen Debatte erschienen ist. Frau Arnold, schön, dass Sie sich trotz der widrigen Umstände heute Zeit genommen haben, diese Simon Wiesenthal Lecture zu bestreiten, und wir warten schon voller Spannung auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank. Danke für die freundliche Vorstellung und natürlich für die Einladung. Und ja, ich wäre sehr gerne bei Ihnen. Wir haben es ja seit langer Zeit geplant und jetzt ist es doch digital, aber ich freue mich, dass es klappt. Ich freue mich jetzt auf diesem Wege hier zu sein. Und genau, wie gerade schon gehört, möchte ich mit Ihnen einige Überlegungen teilen zu aktuellem Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, und zwar konkret in Deutschland als einer postmigrantischen Gesellschaft. Was ich damit meine, das werde ich noch sagen. Aber um den gegenwärtigen Antisemitismus zu verstehen, das ist erstmal meine Ausgangsthese, muss man ihn einbetten in aktuelle Debatten um Rassismus, um Migration, um Holocaust-Erinnerung. Und vielleicht vorweg, weil wir uns ja hier zumindest virtuell in Wien befinden, viele der Dinge, die ich beschreibe, gelten meines Erachtens so auch für Österreich, aber ich greife jetzt auch auf empirische Ergebnisse zurück und ich werde es, um es konkreter zu machen, auch weil ich mich besser auskenne, bei Deutschland größtenteils bleiben. Wenn man jetzt zurückschaut auf das vergangene Jahr, 2021 neigt sich dem Ende zu, da gibt es sicherlich zahlreiche Beispiele für eine Engführung von Antisemitismus und Migration. Ich erinnere da zum Beispiel an die Zeit der Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas im Frühjahr, auf die in zahlreichen
zahlreichen Städten mit Demonstrationen reagiert wurde. Es gab friedliche Kundgebungen, aber es gab eben auch solche, bei denen zum Beispiel in Berlin protestierende Angriffe auf Tel Aviv forderten oder zum Abstechen von Siedlern und Siedlerinnen aufriefen. In Gelsenkirchen riefen Menschen vor der Synagoge Scheiß Juden und in mehreren Städten wurden auch Synagogen mit Steinen angegriffen, in Mannheim etwa oder in Bonn. Und die Presse und die Politik ordneten das Phänomen recht schnell ein. Mit der Unterüberschrift importierter Antisemitismus sprach zum Beispiel die Bild vom Tag der bitteren Wahrheiten. Im CDU-Parteipräsidium wurde über eingewanderten Judenhass, so Vize Julia Klöckner, diskutiert. Der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet sprach vom zugewanderten Antisemitismus. Und auch die politischen Konsequenzen wurden recht bald von vielen artikuliert. Also zum Beispiel Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann, der forderte, antisemitische MigrantInnen nicht einzubürgern oder gar auszuweisen. Der Ex-BND-Chef Gerhard Schindler meinte, das ist jetzt ein Zitat, wir müssen auch diejenigen, die unsere Gastfreundschaft hier missbrauchen, außer Landes bringen, Zitat Ende. Aber auch ein Kreisverband der Partei Die Linke in Osnabrück teilte auf seinem Facebook-Account mit, Zitat, ehrlich machen heißt zugeben, wir haben Antisemitismus importiert. Und im Hintergrund von diesem Meme sah man dann die Minarette einer Moschee. Und letztes Zitat, die linksliberale Stuttgarter Zeitung, die spannte dann ebenfalls rasch den Bogen zur Einwanderungspolitik und schrieb, der deutsche Staat ist schwach und milde, deshalb können Mobs von Einwanderern ihren Judenhass auf unsere Straßen tragen. Der Tenor war, der Antisemitismus in Deutschland ist ein importiertes Phänomen. Genau, und das ist eine Haltung, die zeigt sich auch in erinnerungspolitischen Diskussionen. Da auch noch mal zur Einleitung zwei Beispiele. Ich denke zum Beispiel an den Zusammenhang, ich denke in dem Zusammenhang etwa an die Aussagen des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz im vergangenen Januar. Er meinte damals in einem Interview, dass der Antisemitismus vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen aufzufinden sei, so seine Formulierung. Und weiter, Zitat, wenn man erwartet von Migranten, zu Recht, dass man sich hier an unsere Kultur hält, dann gehört es auch dazu, dass Antisemitismus bei uns keinen Platz hat, Zitat Ende. Das ist eine Haltung, die findet sich auch in Österreich. Sebastian Kurz, passend zum heutigen Tag, zitiere ich ihn, Sebastian Kurz warnte etwa im vergangenen Jahr am 9. November, also auch im Kontext einer erinnerungspolitischen Veranstaltung, davor, Zitat, wir müssen darauf achten, nicht stetig neuen Antisemitismus zu importieren durch Menschen, die zu uns kommen, Zitat Ende. Wenn man jetzt noch weiter nach rechts im politischen Spektrum schaut, dann wird diese Art von Haltung sicherlich noch mal zugespitzt. Das ist jetzt ein letztes Beispiel und ich fange in dem Zusammenhang mal an, auch meine Bildschirmpräsentation mit Ihnen zu teilen. So, ich nehme an, die sehen Sie jetzt. Wenn Sie die nicht sehen, dann gerne protestieren. Ja, die sehen wir. Gut, genau. Also das letzte Zitat von Georg Pazderski, der war Landesvorsitzender der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Das ist vom vorletzten April. Dort hielt er eine Rede, in der er die AfD als die einzige Kraft gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung von antisemitisch sozialisierten Ausländern darstellte und hat die Partei eben als die einzige Partei, die die Interessen der jüdischen Bürger in unserem Land vertritt, dargestellt. Und in Bezug auf Angriffe gegenüber Juden und Jüdinnen sagte er, und das ist das Zitat, in meinen Augen ist es eine schlimme, eine nicht hinzunehmende Entwicklung, die ihren Ursprung in der immer noch andauernden, unkontrollierten Massenzuwanderung von Muslimen nach Deutschland hat. Diese Menschen bringen nicht nur viel zu oft ihr mittelalterliches Weltbild, sondern auch ihren Judenhass und staatlich geschürten Hass auf Israel in die deutsche Gesellschaft mit. Und die Altparteien sind immer noch nicht gewillt, unsere Grenzen zu schützen. Ja, was ist da nun dran? Ist der Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft oder der aktuelle Antisemitismus überhaupt, ist der tatsächlich ein muslimischer oder ein importierter? Müssen wir quasi, um die Länder frei von Antisemitismus zu bekommen,
lediglich diejenigen, die hergekommen sind, wieder abschieben. Ich will in meinem Vortrag diese Sichtweise empirisch hinterfragen und ich möchte sie theoretisch verkomplizieren. Dazu will ich mit Ihnen über, ich mal gucken, wie ich meine Folie hier weiterklicke. Sehr gut. So, dann, ich möchte mit Ihnen ein bisschen über empirische Befunde zum aktuellen Antisemitismus sprechen. Dann möchte ich über den importierten, den muslimisch-arabischen Antisemitismus sprechen, das nochmal auseinandernehmen. Und dann die Frage, was das eigentlich mit der Erinnerungspolitik zu tun hat, mit der Erinnerung an den Holocaust und einen kleinen Ausblick am Ende geben. Ja, zum ersten Teil. Welche Antworten hat denn nun die Empirie auf diese Frage? Was sagt sie zur Verbreitung von Antisemitismus in der Gesellschaft? Von der ja behauptet wird, es ist vor allem ein importiertes Phänomen, vor allem ein muslimisch-arabisches Phänomen. Man kann sich dafür natürlich ganz unterschiedliche Indikatoren anschauen. Ich glaube, drei der relevantesten sind zum einen repräsentative Bevölkerungsumfragen, zum zweiten Strafstatistiken und zum dritten die Einstellungen, die Erfahrungen von Juden und Jüdinnen selber. Schaut man auf die Umfrageergebnisse der letzten, ich sag mal, 15 Jahre, dann kann man sehen, dass ungefähr 10% der deutschen Gesamtbevölkerung primär antisemitischen Aussagen zustimmt, also dem, was wir so als den klassischen Antisemitismus sehen. Sie sehen auf der Folie einige der Aussagen, mit denen das gemessen wird in der quantitativen Sozialforschung. Da lässt sich generell einen Rückgang feststellen seit Anfang des Jahrtausends, aber wie gesagt, noch immer stimmt ungefähr 10% der Bevölkerung Aussagen zu, wie auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß oder die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Und hier kann man jetzt nochmal sehen, dass ungefähr weitere 20-30% den Aussagen teils zustimmen. Also die und hier die Autoren dieser der Leipziger Autoritarismusstudie, also eine der Langzeitstudien, die das alle zwei Jahre misst, die stufen das als latenten Antisemitismus ein. Also da gibt es ein gewisses Potenzial, der wird nicht offen geäußert, aber der ist latent da, wenn Leute sagen, auch heute ist noch der Einfluss der Juden zu groß, ja, teils, irgendwie ja, irgendwie nein. Genau, bei den weiteren Formen der Sekundärantisemitismus, also der Antisemitismus, der sich auf Schuldabwehr in Bezug auf den Nationalsozialismus bezieht, dem stimmen ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölkerung zu. Das sind Sätze wie noch immer wird uns Deutschen der Holocaust an den Juden vorgeworfen oder auch Juden sprechen immer noch zu viel über das, was ihnen im Holocaust passiert ist. Das Letztere ist ein Satz, dem sogar 41% der Befragten bei einer Studie des World Jewish Congress 2019 zustimmten. Ja, und schließlich der israelbezogene Antisemitismus, da lag die Zustimmung in den letzten Jahren bei ungefähr 20%, ein Fünftel der Bevölkerung. Da sehen Sie auch auf der Folie, mit welchen Aussagen das gemessen wird. Etwa Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser oder was die Nazis mit den Juden gemacht haben, ist das Gleiche wie das, was heute mit den Palästinensern gemacht wird. Das Zweite sind die Straftaten, das, was bei der Polizei registriert wird. 2020 waren das 2000, also mit Nachzählung sind es ein paar mehr als auf der Folie, 2428 Vorfälle, soweit ich weiß. Sie sehen auch an dieser Skizze hier, dass es einen Anstieg gab gegenüber den beiden Vorjahren. Ich glaube, mit so Langzeittrends muss man immer vorsichtig sein, weil natürlich ist es auch ein Wechselspiel zwischen einer Sensibilisierung einerseits und dem, was dann gemessen wird. Also je sensibilisierter eine Bevölkerung ist, desto mehr wird auch gemeldet. Nichtsdestotrotz, man kann erstmal registrieren, seit 2015 eigentlich einen kontinuierlichen Anstieg. Straftaten, das beinhaltet Unterschiedliches, also der größte Teil sind Propagandadelikte, aber wir haben eben auch Gewalttaten, im letzten Jahr waren es 57 Stück und ja, sicherlich ist es generell auch wichtig, natürlich nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität zu schauen, also ein Anschlag wie in der Synagoge von Halle, der stellt sicherlich eine Zäsur dar.
in seiner Brutalität. Was gleich bleibt, interessanterweise, ist der Anteil der rechten Täter und Täterinnen. Da geht die Polizei von über 90% aus. Und auch da muss man vorsichtig sein, ne? Polizeiliche Statistiken erzählen nur einen Teil der Wahrheit. Es muss erstmal ein Vorfall ja überhaupt gemeldet werden, damit er aufgenommen werden kann. Das setzt auch Vertrauen voraus in die Institution Polizei bei den Betroffenen. Etwas, was nicht unbedingt so einfach ist, wenn man auch angesichts der Tatsache, dass wir auch wissen um die rechten Netzwerke beispielsweise bei der Polizei. Und auch bei dieser Klassifikation gerade der Täter gibt es Schwierigkeiten. Also die Frage, ob jetzt ein gesprühtes Hakenkreuz notwendigerweise auf einen deutschen Rechtsextremisten verweist. Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten von Vertrauen in die Behörden und auch den anderen Schwierigkeiten und Klassifikationen hat sich auch RIAS gegründet, das Netzwerk der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus. RIAS will unter anderem über diese Website reportantisemitism.de ein Monitoring vornehmen, bei dem Vorfälle niedrigschwellig gemeldet werden können. Und da wird auch deutlich, es gibt eine relativ hohe Dunkelziffer für Alltagsantisemitismus, also die Sachen, die Vorfälle, die auch unter der Strafbarkeitsgrenze teilweise liegen, Alltagsbeleidigungen, Sprüche, die aber trotzdem Auswirkungen haben natürlich auf Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und natürlich gibt es bei all diesen Meldungen und auch bei den Berichten gibt es auch zahlreiche Vorfälle von Tätern mit Migrationshintergrund. Dazu sage ich später nochmal was. Ich will es nur nicht in Abrede stellen, wenn ich jetzt hier nochmal auf die 90% Rechtsextremen hinweise oder Rechte. Das Dritte ist die Sichtweise der Betroffenen vielleicht vorweg. Ich glaube, das ist ein wichtiger Indikator. Und es ist eine Sichtweise, die auch in der Antisemitismusforschung wie auch im Monitoring bis vor wenigen Jahren, denke ich, zu wenig beachtet wurde. Das ähnliche Problem, was wir auch in Bezug auf Rassismus haben, also das Wissen, das diejenigen haben, die tatsächlich von Antisemitismus im Alltag potenziell betroffen sind. Es gibt ein paar empirische Studien der letzten Jahre, was sagen die, es gibt zum Beispiel eine Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2014. Da haben 66% der Juden und Jüdinnen in 8 EU-Staaten gesagt, sie sehen, Antisemitismus ist ein Problem. Und in Deutschland gab es eine erste Studie von Andreas Zick und Julia Bernstein und anderen 2017 mit mehr als 500 Juden und Jüdinnen. Da haben 78% gesagt, ja, sie nehmen eine Zunahme wahr. Ungefähr die gleiche Zahl befürchtet einen weiteren Anstieg in den kommenden Jahren. Und da haben auch 70% Sorge geäußert, dass der Antisemitismus infolge der Einwanderung Geflüchteter steigen wird, einschließlich der Angst vor körperlichen Angriffen. Ne? 2017, also ein bis zwei Jahre, nachdem mehr als 1 Million Geflüchtete nach Deutschland kamen. Und es gibt auch noch einige qualitative Studien, also die mir als Ethnologin eigentlich besonders am Herz liegen. Aber also ich denke zum Beispiel an eine Studie von Marina Schenivski und anderen zur Sichtweise jüdischer Schülerinnen und Eltern im Schulalltag. Also in dem Feld, da bekommen wir jetzt in den nächsten Jahren sicherlich auch noch mal mehr Daten, und also qualitative und quantitative Daten. Ja, also wir haben... Und dann komme ich zum zweiten Teil des Vortrags. Wir haben also offensichtlich ein Problem mit Antisemitismus, und zwar mit ganz unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen. Darunter befinden sich Islamistinnen, arabische Nationalistinnen, darunter befinden sich Linke, Rechte, Rechtsextreme, aber eben auch die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Mein Eindruck ist, anstatt das als Komplettpaket wahrzunehmen, kann man in den öffentlichen Diskussionen oftmals so eine Art doppelte Verharmlosung beobachten, und zwar von rechts wie von links, jetzt mal so schematisch verallgemeinernd. Diejenigen, die sich eben nur diesen importierten Judenhass vorstellen können, die verharmlosen quasi die Kontinuität des deutsch-deutschen Antisemitismus in weiten Teilen der Bevölkerung und auch dessen gewalttätige Ausdrucksformen. Und rücken eben den Antisemitismus der anderen in den Mittelpunkt.
Und umgekehrt, wenn von links manchmal im Verbrennen von israelischen Flaggen nur ein politisch legitimer Protest gesehen wird von marginalisierten, von Rassismus betroffenen Bevölkerungsgruppen, dann wird die globale Verbreitung von Antisemitismus indirekt verharmlost und auch die umweghaften Ausdrucksformen, die er eben findet, auch im militanten Antizionismus. Und dem zugrunde liegt quasi auch eine vereinfachende Erklärung, also eine Erklärung, nach der eben Ausgrenzungserfahrungen scheinbar schon notwendig den Antisemitismus hervorbringen. Aber genau, was hat es denn jetzt konkret mit diesem Letzteren auf sich? Wie sieht es aus mit dem importierten oder dem muslimischen Antisemitismus? Ich muss dazu nochmal einen kleinen Exkurs machen, das hatte ich versprochen am Anfang, zum Begriff der postmigrantischen Gesellschaft. Ich mache das nochmal diese Zahlen hier weg kurz. Was heißt das? Das heißt postmigrantische Gesellschaft. In reinen Zahlen, jetzt noch einmal gesprochen, bedeutet das zunächst mal, dass ungefähr ein Viertel der deutschen Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, also Personen, die selber oder bei denen mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besessen wurde. Im vergangenen Jahr hatten bei den Kindern unter 5 40% aller Kinder eigentlich einen Migrationshintergrund. Aber postmigrantisch heißt eben auch, dass eine Gesellschaft sich überhaupt erstmal als Migrationsgesellschaft anerkennt. Und das war ja in Deutschland mit diesem sehr völkisch geprägten ethnischen Verständnis von Staatsbürgerschaft wirklich erst seit der Jahrtausendwende langsam der Fall. Da gibt es viele Veränderungen. Auch der aktuelle Koalitionsvertrag, der erweitert ja wirklich nochmal die Möglichkeiten des Erlangens der Staatsbürgerschaft. Aber diese Prozesse sind natürlich, brauchen lange und jenseits der Demografie, und das ist für uns jetzt, glaube ich, viel wichtiger, bedeutet postmigrantisch eben auch einen Wandel der lebensweltlichen Bezüge. Also es geht mir nicht darum zu sagen, Migration ist vorbei, sie ist quasi überwunden, sondern ganz im Gegenteil. Sie ist etwas, das unser aller Alltag prägt. Sie findet sich in Esskulturen, in Stadtbildern, in Beziehungen. Und gleichzeitig, und das ist eben das Paradox, ist Migration ein weiterhin beständiges und polarisierendes Thema. Also Migration ist so eine Art Chiffre geworden, über die verhandelt wird, dass wer wir in Anführungsstrichen eigentlich sind. Also wie stehen wir zu Frauenrechten, zu Homophobie, aber eben auch zu Antisemitismus. Also es geht um das Verhandeln von zentralen Werten und eben auch, wie wir den Holocaust erinnern. Und auf der Ebene der Subjekte, da gibt es eine ganz ähnliche Spannung, denn einerseits macht natürlich das Sprechen von klar abgrenzbaren Migranten oft keinen Sinn mehr angesichts von hybriden Identitäten und globalen geografischen Bezügen oder auch regional sehr flexibilisierten Lebensweisen. Und andererseits, also gibt es halt neben diesem selbstverständlichen Dasein eben die Tatsache, dass die Personen, um die es geht, immer wieder als Migranten adressiert werden oder als Ausländer, das Erlebnis von Alltagsrassismus und eben auch das Erlebnis, potenzielle Opfer rechter Gewalt zu sein. Und vor dem Hintergrund, jetzt komme ich zurück zum eigentlichen Thema, sind wir mit sehr grundsätzlichen Klassifikationsschwierigkeiten auf der Suche nach diesem muslimisch-arabischen Antisemitismus konfrontiert. Denn über wen sprechen wir da eigentlich? Also geht es um Migrationshintergrund nach Definition des Statistischen Bundesamts? Also ich hatte schon gesagt, jemand, der selber oder von dem mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Geht es um Migrantinnen? Geht es um Leute aus Frankreich, Polen, USA? Anscheinend ja nicht. Irgendwie geht es auch um dieses Muslimischsein in den öffentlichen Debatten. Aber wenn es um Muslimischsein geht, wer ist denn dann überhaupt Muslim? Also wenn jetzt jemand aus einem mehrheitlich muslimischen Land eingewandert ist, Syrien zum Beispiel, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass die Person selber muslimisch ist, kann auch christlich sein, kann atheistisch sein. Ich finde auch interessant, dass in den aktuellen Debatten jetzt Muslime aus, sagen wir, Indonesien, aus Indien, aus Nigeria, also alles Länder mit großen muslimischen Bevölkerungsanteilen, selten problematisiert werden. Geht also irgendwie dann doch auch um arabisches Phänomen. Und da kann man dann auch Fragen anschließen. Was ist denn mit den nicht-arabischen Minderheiten in arabischen Ländern? Was ist mit den muslimischen Konvertiten?
und so weiter. Und mir geht es jetzt gar nicht um so rhetorische Spitzfindigkeiten, sondern ich glaube, das sind reale Bestimmungsprobleme und wirklich ein Mangel auch an Präzision in den öffentlichen Debatten, denen dann häufig tatsächlich eine rassistische Verallgemeinerung zugrunde liegt. So, wir können das trotzdem, also trotz dieser Schwierigkeiten, gibt es natürlich auch Studien, die versuchen, einen Teil davon sich empirisch anzuschauen. Das teile ich jetzt nochmal mit Ihnen. Genau, jetzt sehen Sie wieder meine PowerPoint-Präsentation. Was sagt die Einstellungsforschung? Also die Mittelstudien der Universität Leipzig, beziehungsweise ich muss mich korrigieren, die heißen mittlerweile Autoritarismusstudien, die sagen, haben festgestellt, es gibt geringere Zustimmungswerte zum Sekundärantisemitismus bei Menschen mit Migrationshintergrund. Also nach meinem kleinen Disclaimer jetzt, Migrationshintergrund heißt erstmal alle. Also das heißt bei Deutschen, die Zahlen hatten wir vorhin schon, ungefähr knappes Viertel bei Menschen mit Migrationshintergrund, ein bisschen weniger, bei MigrantInnen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sehr viel weniger. Vielleicht überrascht es auch nicht so, der Sekundärantisemitismus, da geht es ja sehr viel um die Auseinandersetzung mit der deutschen nationalen Identität. Aber man findet höhere Zustimmungswerte zu Primärantisemitismus, jetzt Achtung, bei der muslimischen Bevölkerung, aber auch das nicht zum Sekundärantisemitismus. Und 2016 haben Gerd Pickel und Oliver Decker von der Universität Leipzig und andere auch erstmals für die Hauptstadt den Berlin-Monitor durchgeführt. Eine Studie, bei der nach rechtsextremen und autoritären Einstellungen gefragt wird. Auch dort kommen sie zu dem Schluss, dass Musliminnen eine größere Bereitschaft zum antisemitischen Ressentiment zeigen. Also das ist eine Studie, bei der die Religion, selbst zugeschriebene Religion, erfasst wurde. Bei der Erklärung wird das aber eher dann wieder eingeordnet und im Zusammenhang gebracht mit den Effekten von konservativ-autoritären Einstellungen allgemein. Also weniger ein religiös begründeter Judenhass, sondern ein Zusammenspiel mit einer grundlegend autoritären Einstellung, die sich dort manifestiert. Und die Autorinnen stellen fest, das finde ich interessant hier als Zitat, interessanterweise ist nicht der Migrationshintergrund relevant, sondern die Dauer des Aufenthalts in Deutschland. So schwindet der Antisemitismus, je länger Menschen in Deutschland leben. Das Einhalten der sozialen Norm gegen Antisemitismus hängt offensichtlich mit einem Akkulturationsprozess zusammen. Über das Wort stolper ich immer, auch dieses Mal, mit einem Akkulturationsprozess zusammen. Genau, also mit der Länge der Dauer des Aufenthalts in Deutschland wird sich eher angepasst an die soziale Norm des Anti-Antisemitismus. So, und wenn man jetzt nochmal einen Blick zurück in die Herkunftsländer wirft, um die es teilweise geht, dann ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt derzeit eine weltweite Studie, die die Anti-Defamation League durchgeführt hat, 2014 und dann 2015 nochmal teilweise aktualisiert, in sehr vielen Ländern, unter anderem auch in einigen Ländern in der Region Mittlerer Osten und Nordafrika. Und dort halten zwischen 74% der Befragten zwischen 6 und 11 der negativen Stereotype über Juden für wahrscheinlich wahr. Also andersrum, da werden 11 Stereotype abgefragt wenn zwischen 6 und 11, wenn es eine Zustimmung gibt zu mehr als 6 dieser Stereotype, dann wird das quasi erfasst und als antisemitisch eingestuft. Weltweit betrifft das ungefähr ein Viertel. In dieser Region sind die Zahlen höher. So, also wir haben ganz sehr unterschiedliche, ein sehr unterschiedliches Bild, das sich ergibt aus diesen Studien. Natürlich sieht man, ja, Menschen mit muslimischem Hintergrund haben auch antisemitische Einstellungen. Ja, in den Herkunftsländern gibt es Antisemitismus. Also all das, was sich sicherlich nicht negieren lässt.
Und trotzdem gibt es halt interessante Folgefragen. Wie entwickelt sich das eigentlich hier? Wie ist es im Vergleich zur nicht-muslimischen Bevölkerung oder zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund? Über die neuesten Mitglieder der Migrationsgesellschaft, also die Geflüchteten, die seit 2015 nach Deutschland kamen, gibt es wenig empirische Ergebnisse. Ich habe damals mit Jana König zusammen 2016 eine kleine qualitative Befragung mit 25 Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan gemacht. Wir haben auch gefragt nach Einstellung zu Juden, zu Israel und dem Holocaust. Ich will jetzt die Ergebnisse gar nicht en detail vorstellen, aber wichtig vielleicht, tatsächlich zeigten viele der Befragten antisemitische Stereotype, also Stereotype von Juden und Jüdinnen als reich, als übermäßig mächtig, als verantwortlich für alle Kriege in der Welt. Und das war so eine Art Alltagswissen, das aus dem von Freunden, aus der Familie, aus der öffentlichen Debatte kam. Aber interessant war, dass zum Beispiel die Religion kein signifikanter Einflussfaktor war, eher der arabische Nationalismus. Also so viel zu der Frage, ist es eigentlich muslimischer Antisemitismus? Und es zeigte sich, dass es schon recht große Unterschiede allein zwischen den drei Ländern gab und wie groß dann eben nochmal die Unterschiede sind zwischen zum Beispiel einem Kurden aus Kobani, einer Afghanin mit Migrationserfahrung im Iran oder einem säkularen Hipster-Jugendlichen aus Aleppo. Das sind alles Leute, die eben oftmals unter diesem Label des muslimischen Antisemitismus zusammengeführt werden. Und wir konnten eigentlich sehen, die Gemeinsamkeiten, die finden, also Gemeinsamkeiten auch in der Stereotypenbildung, die finden sich seltener aufgrund vermeintlich homogener Herkunftskulturen, also einer arabischen Herkunftskultur, sondern die sind eher bedingt durch historische Traditionen, durch verschiedene Schulsysteme oder eben auch öffentlich-mediale Diskurse. Und interessant, es zeigte sich auch eine Wandelbarkeit von Einstellungen, die den essentialisierenden Vorstellungen eines arabischen Antisemitismus sicherlich auch entgegensteht. Also alle Interviewpartner hatten eigentlich eine negative Haltung gegenüber Israel, mal rein politisch, mal auch antisemitisch durchtränkt. Aber aufgrund der konkreten Kriegserfahrung, das haben zwei Interviewpartner beschrieben, hat sich bei manchen das Bild geändert. Also während Israel vorher so eine sehr abstrakte Projektion war, Israel imaginiert als Wurzel allen Übels, wurden jetzt sehr konkrete Akteure benannt. Und das Zitat von einem syrischen Interviewpartner hier nochmal: Ich hatte eine Einstellung vor dem Krieg und nun habe ich eine andere Einstellung. Vor dem Krieg wusste ich, dass Israel der allererste Feind der Syrer ist. Das wurde bei uns in der Schule unterrichtet, dass Israel der Feind ist. Jetzt, nach dem Krieg, habe ich gesehen, dass nicht Israel der größte Feind Syriens ist, sondern der Iran und die Hisbollah. Ja, und andere Gesprächspartner haben sich dann zum Beispiel erinnert, dass die israelische Polizei syrische Verwundete an den Grenzen versorgte. So, also was will ich mit all dem nochmal verdeutlichen? Diese große Differenziertheit, die wir, glaube ich, auch übertragen müssen auf andere vermeintlich homogene Gruppen in der deutschen Migrationsgesellschaft. Also statt dieser Vorabklassifizierung als muslimischer oder arabischer Antisemitismus musste man sehr genau schauen nach dem Herkunftsland, nach der ethnischen Selbstbeschreibung, nach der politischen Haltung, nach religiösem Selbstverständnis. Und ich will damit gar nicht in Abrede stellen, dass religiöse oder auch ethnisch-nationalistische Begründungen für judenfeindliche Ressentiments durchaus existieren. Die existieren. Und dann kann man, glaube ich, auch, also ein bisschen analog zum christlichen oder europäischen Antisemitismus, sollte man in solchen Fällen dann auch durchaus von muslimischem oder arabischem Antisemitismus sprechen, wenn mit diesen Quellen argumentiert wird, wenn das quasi die Grundlage ist, um den Judenhass zu rechtfertigen. Aber wenn man quasi von vornherein den Fokus mit diesen Labels dann auch auf die antisemitischen Haltungen innerhalb marginalisierter Gruppen wie den Muslimen, den Flüchtlingen, den Fokus lenkt, dann beinhaltet das eben einerseits die Gefahr der Pauschalisierung von eben einer sehr heterogenen Gruppe, aber es beinhaltet auch die Gefahr der Verharmlosung der Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft. Und der Effekt ist dann eine Externalisierung des Antisemitismus auf die anderen,
bei der das Ei, das deutsche Bild, als quasi anti-antisemitisch öffentlich aufrechterhalten werden kann. Astrid Messerschmidt, die Erziehungswissenschaftlerin, die hat schon 2008 von einer doppelten Projektion gesprochen, nach außen und nach innen, die auch von links wie von rechts vorgenommen wird, und nimmt damit auch nochmal Bezug auf antizionistischen Antisemitismus. Und sie schreibt dazu, das ist ein längeres Zitat, mit dem Verweis auf die israelischen Herrschaftspraktiken gegenüber Palästinensern, Libanesen und anderen erledigt sich die eigene Geschichte des Antisemitismus dadurch, dass dessen Opfer als Täter erscheinen. Und die eigene Geschichte des Kolonialismus erledigt sich dadurch, dass anderen koloniale Praktiken zugeschrieben werden können. Das Gegenstück zu dieser Projektion nach außen bildet eine Projektion im Innern der nationalen Ordnung. Wenn versucht wird, den nach wie vor vorhandenen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft an Minderheiten festzumachen und den Fremden eine historisch unaufgeklärte Haltung zu unterstellen. Dabei können die in der deutschen Einwanderungsgesellschaft wirksamen Spaltungen von wir, in Klammern einheimische Deutsche, und ihr, in Klammern Migranten, zur Abwehr einer kritischen Selbstreflexion eingesetzt werden. So, hier kommt jetzt das Stichwort des Kolonialismus vor. Und das ist eine gute Überleitung für meinen dritten Teil, nämlich die Frage, was hat das mit Erinnerungskultur und konkret auch der Erinnerung an den Holocaust zu tun? Ja, also dieser Wandel, den ich beschrieben habe, der hat natürlich notwendigerweise Auswirkungen darauf, wie wir über nicht nur den aktuellen, sondern auch den vergangenen Antisemitismus sprechen, wie wir an den Holocaust denken, wie wir ihn gedenken. Und das sind Fragen, die finden, also ich war früher auch mehr in der historisch-politischen Bildungsarbeit tätig, da wurde das seit Anfang der Nullerjahre eigentlich diskutiert, seit Mitte der Nullerjahre. Und diese Fragen kamen aber auch nochmal neu auf vor 5 Jahren mit den, ich hatte es schon gesagt, ungefähr 1 Million Geflüchteten aus arabischen Ländern. Auch da sprang die Presse, machte sich die Presse schnell hörbar. Die Süddeutsche Zeitung fragte, bringen die Flüchtlinge mehr Antisemitismus nach Deutschland? Die konservative Welt, das sind jetzt alles Überschriften. Was wird aus dem Judenhass der Flüchtlinge? Der Berliner Tagesspiegel wollte damals wissen, wie gefährlich sind die muslimischen Antisemiten? Der damalige Innenminister Thomas de Maizière, der stellte 2016 die Bedeutung von Auschwitz auf einer Konferenz als zentralen Wert für die Integration von Geflüchteten dar. Und andere Politikerinnen schlugen zu der Zeit verpflichtende Besuche in ehemaligen Konzentrationslagern vor. Das alles trifft in eine Zeit, in der auch die Erinnerungskultur quasi einem postmigrantischen Wandel unterliegt. Ich habe die eben erwähnt, die demografischen, die kulturellen Veränderungen. Aber vielleicht für dieses Thema der Erinnerung sollte auch nochmal erwähnt werden, die damit einhergehenden sozialen Kämpfe, also Black Lives Matter, die Mobilisierung nach den Anschlägen von Halle und auch Hanau, Initiativen wie das NSU-Tribunal, die tragen dazu bei, dass nicht nur über aktuellen Rassismus gesprochen wird, sondern auch zu den Debatten um deutschen Kolonialismus, um Restitution, um die Ausstellung von kolonialem Raubgut. Und sie führen auch zu einem veränderten Blick auf die deutsche Geschichte und das, was thematisiert und was erinnert werden soll. Ich habe mal 2 Beispiele mitgebracht für diesen Wandel, Wandel der Bevölkerung, jetzt ein bisschen unterkomplex, aber das meint natürlich alles, was ich beschrieben habe. Aber 2 Beispiele für jüngere Gedenkkultur, also etwa hier in Polheim bei Gießen, da wurde vorletztes Jahr ein Denkmal für aramäische und andere christliche Minderheiten enthüllt, die zwischen 1915 und 17 im Osmanischen Reich ermordet wurden. Und letztes Jahr wurde in Berlin eine Friedensstatue aufgestellt, die soll an das Schicksal der sogenannten Trostfrauen erinnern, also Sexsklavinnen im Zweiten Weltkrieg, die aus Korea, aus Taiwan und anderswo nach Japan verschleppt wurden, um dort für japanische Soldaten zu dienen. In beiden dieser Fälle, und es gibt
noch viele andere, gab es Communities vor Ort, die an diese spezifischen Ereignisse erinnern wollten. In beiden Fällen gab es auch Versuche der Intervention, also des Verhinderns, einmal von der türkischen, einmal von der japanischen Regierung. Und ich glaube, man kann sagen, beides ist eine internationalisierte, aber doch eine deutsche Erinnerungskultur. Ja, und ich glaube, bei einer der vergangenen 7-9-Wiesenthal-Lectures hat Dirk Rubnow ja auch schon einiges gesagt zu den Veränderungen und zum Unbehagen an der Erinnerungskultur. Klar ist, dass diese Veränderungen nicht reibungslos vonstatten gehen, dass zunehmend von einer Erinnerungskonkurrenz auch die Rede ist. Und ganz aktuell, dieses Jahr, das Jahr ist ja noch nicht vorbei, da hat das Erscheinen der deutschen Übersetzung von Michael Rosbergs Buch Multidirektionale Erinnerung für Kontroversen gesorgt. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Also ein Buch, das 2009 bereits erschienen ist von dem US-amerikanischen Literaturwissenschaftler. Und meines Erachtens lässt sich die Tatsache, dass es jetzt erst so einschlägt, einerseits natürlich mit der Übersetzung erklären, aber andererseits auch mit diesen gesellschaftspolitischen Umständen. Es ist einfach der richtige Zeitpunkt dafür gerade. Und es gab eine Debatte in den Feuilletons, ich will die jetzt hier nicht explizit aufrollen. Bei Interesse können wir das in der Diskussion gerne nochmal, aber eine Debatte mit prominenten Namen, also Michael Rosberg selber, Jürgen Zimmerer, Dan Diener, Dirk Amoses, Jürgen Habermas. Und ich glaube, was klar ist, diese Debatte, es geht gerade auch um eine Herausforderung, vor denen die Holocaust-Erinnerung steht. Und vielleicht auch um eine Ratlosigkeit, die, ich hatte es gerade schon erwähnt, die zumindest die historisch-politische Bildungsarbeit schon länger kannte. Bis Anfang der Nullerjahre wurde häufig davon ausgegangen, in den Gedenkstätten etwa oder in der sonstigen Bildungsarbeit, dass man konfrontiert ist mit meistens dann ja Jugendlichen, die Enkel oder Großenkel, Urgroßenkel von Menschen waren, die den Nationalsozialismus noch erlebt hatten, die zumeist Täter oder Mitläuferinnen waren. Und nun wandeln sich diese biografischen Bezüge mehr und mehr. Und die Frage ist, wie bringt man etwas bei? Wie erinnert man an den Holocaust, wenn sich eben nicht mehr, sei es affirmativ, sei es kritisch, auf die eigene Familiengeschichte bezogen werden kann, wenn man erst später in das Land der Täter gekommen ist? Und da wurden sich auch in der pädagogischen Arbeit viele Gedanken gemacht. Also ich denke an Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen wie Elke Kriglewski, wie Viola Georgi, wie Rosa Faber. So, das ist also, um jetzt diesen großen Bogen zu beenden, einer der aktuellen Punkte des Wandels. Andererseits sind wir natürlich auch mit sowas wie einem Wandel der Formate konfrontiert. Also das wissen Sie, die Zeitzeuginnen sterben. Es wird zunehmend geschaut, wie Geschichte greifbar und erfahrbar bleiben kann, welche Möglichkeiten auch digitale Formate bieten, also interaktive Zeitzeuginnen als Hologramme oder die Instagram-Story, ist zum Beispiel dieser Account Evas Stories mit fiktiven Videos aus dem Leben eines jüdischen Mädchens in Nazi-Deutschland. Wir können auch einen Wandel des Wissens feststellen, gerade unter jungen Menschen. Das hat natürlich Auswirkungen aufs Gedenken. Also es gab eine Forsa-Studie, nach der mehr als die Hälfte der 14- bis 16-jährigen Schülerinnen nicht weiß, was Auschwitz-Birkenau ist. Es gab eine CNN-Studie vor 3 Jahren, da haben 5% der 18- bis 34-Jährigen gesagt, sie hätten noch nie vom Holocaust gehört. Eine Studie von Verena Nägel und Lena Kahle, da ging es um die universitäre Lehre über den Holocaust. Da kommen die zu dem Schluss, es gibt eigentlich kein regelmäßiges und grundlegendes Lehrangebot über die Geschichte des Holocaust an allen Hochschulen. Also eben auch nicht genügend Angebote für Lehramtsstudierende, sprich angehenden Geschichtslehrerinnen. Und wir haben sicherlich auch einen Wandel der Bedeutung als letztes, also die Rolle des Holocaust für die deutsch-deutsche Bevölkerung. Ich möchte da nochmal auf 2 Studien zu sprechen kommen. Wir haben 2014 an der Humboldt-Universität eine repräsentative Studie durchgeführt, Deutschland postmigrantisch. Und da konnten wir zeigen, die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sind kaum prägend für das subjektive Selbstbild. Also man kann natürlich fragen, ob sie das jemals waren, aber man kann hier sehen, also wir haben gefragt, welches historische
Ereignis beschreibt für Sie am besten dieses Land? Es war eine offene Frage, man konnte alles sagen. Und man sieht dort mehr die Hilfe der Befragten, nennt Ereignisse, die irgendwie mit dem Mauerfall oder der Wiedervereinigung zusammenhängen. Mit dem Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg, haben nur 16% Ereignisse genannt und darunter dann nochmal sehr allgemein Nationalsozialismus 1,6%, Auschwitz, Judenvernichtung, alles, was damit zusammenhängt, 0,5%. Aktuellere Umfragen bestätigen diese Tendenz. Das ist jetzt auch die letzte Studie, der MEMO-Monitor, der multidimensionale Erinnerungsmonitor vom Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung. Der hat auch letztes Jahr eine offene Frage gestellt. Uns würde interessieren, was Ihrer Meinung nach das wichtigste Ereignis in der deutschen Geschichte ist. Und fast die Hälfte antwortete mit Ereignissen aus dem Kontext Wiedervereinigung, also dort auch dort. Und nur 6,8% bezogen sich auf die NS-Zeit, auf die Judenverfolgung, auf den Holocaust. Das heißt, daran mögen sich Schlussstrichforderungen zeigen, die auch Ausdruck finden können in einem Gefühl der Übersättigung, das bei Schülerinnen manchmal berichtet wird oder auch bei Lehramtsstudierenden. Ja, ich komme zum Schluss und zum Fazit. Ich hoffe, dass ich einige der zentralen Themen und Schwierigkeiten, wenn wir über aktuellen und über vergangenen Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft diskutieren, hingewiesen habe. Und was ich vorschlagen möchte, ist eigentlich erstmal sowas wie so ein grundlegender Perspektivwechsel, wenn wir Antisemitismus in diversifizierten Gesellschaften beforschen wollen, aber ich würde sagen auch immer, wenn wir ihn bekämpfen wollen. Ich glaube, auf den aktuellen Antisemitismus bezogen hieße das so eine grundlegende Haltung von eben Haltung statt Herkunft, das in den Mittelpunkt zu rücken. Also wenn man sich die Protestierenden anschaut, die bei den Demonstrationen, die ich anfangs erwähnt hatte, dabei waren, da waren sicherlich sehr viele deutsche StaatsbürgerInnen, die hier in den Kindergarten gegangen sind, in den Jugendclub, in die Schule, also in den deutschen Institutionen waren und die zur Schaustellung von auch offenem Judenhass, das ist dann vielleicht weniger der Verweis auf eine Parallelgesellschaft, sondern eben auch Ausdruck des Versagens der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Institutionen. Das heißt aber auch, das, was man da auf den Straßen sah und immer wieder sieht, das ist dann gar nicht der Antisemitismus der anderen, sondern eben der eigene Antisemitismus. Das eben halt bedeutet auch, wenn man anerkennt, eine Migrationsgesellschaft, eine Einwanderungsgesellschaft, eine postmigrantische Gesellschaft zu sein. Und ich glaube, entgegen so einer rechten Kulturalisierung dieser Frage würde es dann eben nicht mehr darum gehen, Araber, Muslim, Deutscher, Flüchtling, sondern es ginge um die Abwehr von religiösem Fundamentalismus, also auch die Abwehr von Islamismus natürlich, um die Abwehr von antidemokratischen Einstellungen, von Antisemitismus, von Rassismus, und zwar egal, von wem diese ausgehen. Also das auch gegen eine paternalistische Haltung. Natürlich gehört dieser Antisemitismus auch bekämpft, wenn er von Geflüchteten beispielsweise ausgeht. Und in Bezug auf den vergangenen Antisemitismus oder auch konkret die Erinnerungskultur an den Holocaust, gelte es, das Partikulare und das Universelle zu integrieren. Also zu letzterem, das weiß man ja, es gibt einen gewissen Trend zu einer Universalisierung in der Holocaust-Erinnerung in Westeuropa und auch in den USA seit den 90er Jahren. Darin liegt einerseits eine Chance, denn der Holocaust bietet dann Anknüpfungspunkte für die Thematisierung ganz unterschiedlicher Ereignisse und auch für Konsequenzen in der Gegenwart. Das muss dann vielleicht muss es auch noch nicht mal das Anknüpfen an die Erfahrung von Ermordung und Vernichtung sein im Nationalsozialismus, sondern an die Vorstufen von Ausgrenzung, von Entrechtung. Aber darin liegt eben auch eine Gefahr. Also wird, wenn der Holocaust quasi das paradigmatische Ereignis für Gut und Böse wird, so ein globaler Orientierungspunkt für die Einordnung von Menschenrechtsverletzungen, dann kann eben auch das entstehen, Dandina hat das so ausgedrückt, ein universell drapierter, moralisierender Diskurs über unterschiedslose Opferschaft.
Das heißt, verloren gehen kann eben auch das qualitativ Besondere dieses Ereignisses, also die Vernichtung um jeden Preis, die Vernichtung um der Vernichtung willen, wie eben auch die Tatsache, dass es Deutsche waren, die diesen Massenmord verübt haben. Und ich glaube, das darf im Land der Täter nicht in Vergessenheit geraten. Gerade auch, weil es für diejenigen mit deutsch-deutscher Familienbiografie, also diejenigen ohne Migrationshintergrund, ja auch eine gewisse Entlastungsfunktion weiterhin haben kann, auf andere Genozide, auf die Genozide der anderen zu verweisen. Und ich glaube, die Herausforderung für postmigrantische Erinnerungspolitik wäre dann also, den Holocaust als universelles Verbrechen gegen die Menschheit in der Form der Auslöschung einer partikularen Gruppe zu verstehen. Das hat auch dann Dina so formuliert. Daniel Levy und Nathan Snyder sprechen in diesem Zusammenhang von kosmopolitischem Gedächtnis, also einem Wechselverhältnis von globalen und lokalen Erinnerungen. Und ich glaube, dass Michael Rosberg, auch wenn er in der öffentlichen Debatte häufig anders interpretiert wird oder auf der anderen Seite verordnet wird, ich glaube, dass er zeigt in Multidirectional Memory, wie man anstatt so einer Opferkonkurrenz, die eben verschiedene historische Ereignisse gegeneinander ausspielt, wie es möglich sein kann, dass diese sich produktiv ergänzen. Und zwar ohne etwas von ihrer Einzigkeit zu verlieren, also ohne in Gleichsetzung zu verfallen. Das zumindest ist sein Anspruch. Und in seinem zweiten Buch dann oder im nächsten Buch, The Implicated Subject, da buchstabiert er das auch noch weiter aus anhand von Kriterien des Vergleichs, ethischen, politischen Kriterien und plädiert auch nochmal für eine historische Nuancierung und für eine Differenziertheit. Ja, und vielleicht ganz zum Abschluss nochmal ein Zitat aus einer aktuellen Forschung von mir. Ich habe in diesem Fall mit einem Mitarbeiter einer KZ-Gedenkstätte gesprochen, diesen interviewt, der in Deutschland geboren wurde, aber einen syrischen Migrationshintergrund hat, der dann wiederum als Multiplikator Führung vor allem mit Geflüchteten macht. Und der beobachtet Folgendes. Viele derjenigen, also es geht um Geflüchtete, vor allem aus arabischen Ländern, viele derjenigen, die nach Deutschland gekommen sind, wurden auch verhaftet, waren mehrfach in Gefängnissen, waren mehrfach in Gefängnissen, wurden zum Teil auch gefoltert. Dieses Gefühl ist natürlich hochgekommen beim Durchlaufen der Gedenkstätte. Wenn man die Räumlichkeiten gesehen hat, haben sich viele doch an ihre Erfahrungen erinnert gefühlt und konnten einfach viel besser nachvollziehen als zum Beispiel ich, was es bedeutet, das durchzuleben. Aber man hat doch festgestellt, dass immer wieder über die eigene Erfahrung gesprochen wurde durch die Eindrücke von außen. Und das ist so eine Dynamik, die beschreiben auch andere bei der Arbeit mit Geflüchteten, der historisch-politischen Bildungsarbeit mit Geflüchteten aus arabischen Ländern zum Holocaust, nämlich so eine Art wechselseitige Anknüpfungspunkte bei diesen Newcomern. Also durch die eigenen Erfahrungen wird das Gesehene anders verstanden und umgekehrt ermöglicht das Gesehene dann quasi im Exil über eigene Erfahrungen zu sprechen. Und ich glaube, die Herausforderung in der Vermittlung bleibt nun, das jeweils Partikulare, das Spezifische der historischen Ereignisse, also in diesem Fall geht es jetzt um den Holocaust und einerseits und um die Erfahrung in Assads Folterkellern und unter Assad im syrischen Regime, in der Diktatur, herauszuarbeiten. Also das Spezifische, auch die Unterschiede, die großen Unterschiede auch. Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung in der Theorie, aber eben auch in der Vermittlung, wenn wir in der postmigrantischen Gesellschaft über vergangenen Antisemitismus sprechen wollen, aber auch, wenn wir über gegenwärtigen Rassismus und gegenwärtigen Antisemitismus sprechen wollen. Und dabei belasse ich's und stoppe hier mal meine Präsentation und bin gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, auf Ihre Erfahrungen aus dem österreichischen Kontext. Ja, vielen Dank für diesen empirisch gesättigten und fundierten Vortrag, der zum Denken anregt, nicht nur was die Hinterfragung von Kategorien betrifft, die jetzt politisch und medial angewendet werden im Hinblick auf das Phänomen des importierten Antisemitismus,
sondern der eigentlich, finde ich, auch sehr diskussionswürdige und sehr interessante Handlungsvorschläge geboten hat, was zum Beispiel einen Perspektivenwechsel betreffen könnte. Ich habe es jetzt ohnehin schon in den Chat geschrieben. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also wir haben noch gut eine halbe Stunde für eine Diskussion. Und der Vorschlag vom Kollegen Fasching, der mich technisch bei dieser Wiesenthal-Lecture unterstützt, und mir, wäre, dass Sie Ihre virtuelle Hand heben, dann können wir Sie dazuschalten. Dann gibt es auch die Möglichkeit, sichtbar an der Diskussion beteiligt zu werden. Das ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, ganz gut. Und bitte nicht in die Fragen- und Antworten-Sektion, sondern in den Chat direkt schreiben, den ich versuche zu überblicken. Aber gibt es keine Frage. Na gut, dann warten wir ein wenig ab und dann beginne ich vielleicht mit einer, die ganz stark auf den Anfang ihres Vortrags Bezug nimmt, und zwar ein bisschen, also die Positionen der AfD und CDU, CSU versucht aufzugreifen, was ja nicht ganz, aber doch ein bisschen ÖVP bzw. türkisen Positionen und FPÖ-Positionen entsprechend hätte. Ich habe mir also schon, weil mir natürlich auch aufgefallen ist, dass eine sehr erinnerungsfreundliche Politik, was den Holocaust betrifft, eine sehr unter Anführungszeichen jetzt judenfreundliche und pseudo-antidiskriminatorische Politik seitens dieser Parteien betroffen hat, die Frage gestellt, was sind eigentlich die Motive dahinter? Weil wenn man sich irgendwie die Parteigeschichten anschaut, wenn man sich auch irgendwie anschaut, was die in anderen Kontexten gesagt haben, dann war das ja durchaus überraschend, sagen wir mal, dass das also auch in dieser verstärkten Form und auch also sagen wir mal so stark und auch offenbar auf Sichtbarkeit bezogen nach außen getragen ist. Dieser antimuslimische Antisemitismus, den man da zum Problem macht, wo man halt ganz einfach auch eine Reihe von anderen Diskursen damit verbindet. Und die Frage, die ich mir jetzt ganz einfach stellen werde, Ihrer Forschung nach, warum? Also was war das Motiv dahinter? Ist es darum gegangen, Xenophobie voranzutreiben in einem anderen Gewand? Ist es darum gegangen, dass sich sowas wie, Sie haben sehr quasi als Auseinandersetzung mit der deutschen Nationalidentität bezeichnet, aber ich meine, in Bezug auf Österreich könnte man noch fragen, ist es ein stärkeres Bekenntnis jetzt noch einmal gewesen, auch zu einer österreichischen Nationalidentität? Also was war eigentlich das, sagen wir mal, politische Motiv, das so stärker zu machen? Und gibt es da in Ihrer Beobachtung und in Ihren Untersuchungen auch eine Veränderung seit 2015? Beispielsweise, also den Flüchtlingsströmen 2015. Ja. Also zu den Motiven, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also wenn man jetzt mal rechts außen anfängt, da würde ich tatsächlich sagen, es gibt eine Instrumentalisierung des Anti-Antisemitismus und auch eine Instrumentalisierung der Holocaust-Erinnerung. Also wenn man jetzt in Deutschland über die AfD redet, weil man da so viele Beispiele hat für den Antisemitismus, den grassierenden Antisemitismus in der Partei und auch den Versuch des Rollbacks, also wenn über den Nationalsozialismus als ein Vogelschiss in der tausendjährigen deutschen Geschichte geredet wird, wie Gauland das tat, ist klar, da geht es nicht tatsächlich darum, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum, den antimuslimischen Rassismus
zu befördern und auch eine rigide Migrationspolitik zu befördern. Also in dem Fall würde ich sagen, das ist das zentrale Motiv, das dahinter steht, auch vor dem Hintergrund, dass bei der AfD zumindest der antimuslimische Rassismus ein wichtigeres Motiv ist als der Antisemitismus und weil er auch offener artikuliert werden kann, gesamtgesellschaftlich. Ich glaube, bei den anderen Akteuren ist das komplizierter. Da gibt es sicherlich, also wenn man jetzt auf der Ebene der Individuen schaut, da gibt es sicherlich viele, bei denen es wirklich auch ein authentisches Anliegen ist, dass quasi man irgendwie Holocaust-Erinnerung am Leben hält. Und ich will da auch gar nicht so zynisch sein. Da ist viel passiert und das ist erstmal zu begrüßen. Ich bin gestern mit dem Fahrrad durchs Brandenburger Tor geradelt oder am Brandenburger Tor vorbei. Das war hell erleuchtet und dahinter war ein Chanukka-Leuchter, ein riesengroßer. Und da kann man einerseits sagen, ja, damit versucht Deutschland sich auch als geläuterte Nation zu inszenieren. Andererseits ist es natürlich wirklich auch ein Symbol, das ausdrückt, auch an Juden und Jüdinnen in Deutschland ausdrückt, ihr seid ein Teil von diesem Land und in dem Fall eure Feste sind hier sichtbar. Verschiedene Motive. Nichtsdestotrotz ist auch diese Art von Erinnerung ein Standortvorteil geworden. Deutschland inszeniert sich als Erinnerungsweltmeister, um es so zu sagen. Und auch bei der Entstehung des Holocaust-Mahnmals in Berlins Mitte hatte der damalige Bundeskanzler Schröder ja gesagt, er wünscht sich ein Denkmal, zu dem man gerne geht, was auch immer das heißt. Ich glaube, der Effekt, den das hat, den ich jetzt beschrieben habe, diesen antimuslimisch oder antimuslimisch-rassistischen, anti-arabisch-rassistischen Effekt, der ist von manchen Akteuren gewollt, bei manchen Akteuren läuft der unbewusst ab. Und man könnte tatsächlich fragen, ob das nicht auch eine Form von sekundärem Antisemitismus ist, quasi diese Art von Externalisierung, bei der man ja sagen kann, das ist nicht mehr unser Problem, wir sind diejenigen, die haben sich mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt, das wird auch international uns bescheinigt. Also es gab ja jetzt ein Buch von Susan Nyman mit dem Titel Learning from the Germans. Also andere Nationen sagen jetzt, wir müssen es so machen wie die Deutschen. Und die einzigen Störenfriede in diesem Art von nationalen Frieden sind halt quasi die Ausländer, die Muslime, die Araber. Also da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt immer so intendiert, aber das läuft quasi so subkutan mit. Und noch zu Ihrer letzten Frage, Veränderung seit 2015. Ich würde sagen, das ist eine Entwicklung seit Anfang der Nullerjahre. Und 2015 war dann einfach nochmal eine Zäsur. Ne? Das war der letzte, wirklich nochmal auch eine Zäsur in der Migrationsgesellschaft. Da kam das alles nochmal auf. Aber es ist jetzt nichts grundlegend Neues, was wir nicht auch schon in den 10 Jahren davor gesehen haben. Also auch immer dann entlang von politischen Ereignissen, also Gaza-Krieg 2014 zum Beispiel ich kriege die Jahre jetzt durcheinander, aber also es gibt andere Marker, die dann auch immer wieder die gleichen Diskussionen vorangebracht haben und manchmal waren es dann die Muslime und nach 2015 waren es dann die Geflüchteten, aber es ist kein ganz neues Phänomen. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch von Alexander Peter Popescu eine Frage in den Chat gestellt gekriegt. Aus Erfahrungen vergangener Veranstaltungen würde ich Sie bitten, mitzulesen. Einfach weil die Chance, dass ich mich verlese. Soll ich es vorlesen? Ist das Ihnen am liebsten? Ich kann es gerne vorlesen, aber nachdem Sie es beantworten müssen, wäre es gut, wenn Sie mitlesen. Ja. Genau. Hamed Abdel Samad, Ahmad Mansur und Monshanat Gorechide, aber auch Russ Kopsmann thematisieren alle im Rahmen ihrer Religions- und Islamkritik den muslimischen und arabischen Antisemitismus, sowohl primär, sekundär. Richtig finde ich die Differenzierung und konkrete Abgrenzung zwischen den Fremdzuschreibungen bezüglich der muslimischen und arabischen Zugehörigkeit voranzutreiben, ohne den deutschen Anteil zu verharmlosen und davon zu entlasten.
Okay, ist mir ein Kommentar. Ja, aber also, ja, sicher. Ich meine, man muss jetzt bei den genannten Personen, müsste man dann nochmal genau schauen. Also ich finde jetzt bei den Studien von Ruth Kuckmanns die Items nicht immer so überzeugend. Also ich habe den Eindruck, der steht vor genau diesen Klassifikationsschwierigkeiten und umgeht sie nicht so gelungen. Aber natürlich, also das habe ich ja hoffentlich auch deutlich gemacht. Ich würde auch, es gibt Fälle, wo ich von muslimischem Antisemitismus sprechen würde, ganz klar. Also wenn auf Suren im Koran rekurriert wird, wenn mit einem religiösen Selbstverständnis der Antisemitismus gerechtfertigt wird, da gibt es ja durchaus auch eine Traditionslinie, in der das stattfindet. Also das finde ich schon auch wichtig, dass man nicht so tut, als ob das nicht gibt. Warum auch? Ne? Der Antisemitismus ist so weit verbreitet in so unterschiedlichen Bevölkerungsteilen, weil er so hilfreich ist als Weltbild, als Erklärung. Wir sehen es jetzt in der Corona-Krise. Mit dem Antisemitismus kann man sich erklären, warum jetzt plötzlich alle geimpft werden sollen und wo das herkommt und warum. Also so, die Verschwörungstheorien grassieren, das ist kein Zufall, will sagen, ja, natürlich, den gibt es bei Muslimen auch und manche von ihnen argumentieren auch mit dem Islam. Darüber muss gesprochen werden, ganz sicher. Und ich finde auch diese Differenzierung zwischen unterschiedlichen Einflussquellen, das finde ich ja auch sinnvoll. Also dass man sagt, es auch für die Gegenstrategien, ne? Man braucht vielleicht andere Gegenstrategien, ob man jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, linksradikalen Aktivistin, die einen verkürzten Antiimperialismus hat, gegenüber sitzt oder einem gläubigen Islamisten, der mit dem Koran argumentiert, oder wenn man einen biodeutschen Rechtsextremisten hat. Also vielleicht haben die alle antisemitische Weltbilder, aber trotzdem muss man einiges über diese Quellen wissen, um halt entsprechend auch im pädagogischen Setting zum Beispiel dagegen vorzugehen. Genau. Ja. Ich schaue jetzt nochmal in den Chat. Und sehe da noch einmal von Alexander Peter Popionescu eine Antwort darauf. Und zwar schreibt er, würde es helfen, hilfsweise alternativ vom dschihadistischen, islamistischen, fundamentalistischen, theokratischen Antisemitismus zu sprechen, um den Vorwurf der Islamophobie vorzubeugen und der politischen Instrumentalisierung zu entkräften. Ja, also es ist jetzt in der Formulierung wahrscheinlich nicht so griffig, deswegen weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt im öffentlichen Diskurs, aber sicherlich, also das ist auf jeden Fall eine Spezifizierung, die wegkommt von dieser Vorstellung, die ja beim muslimischen Antisemitismus auch immer mitschwingt, dass es quasi alle Muslime betrifft oder irgendwie dem Islam inhärent ist. Müsste jetzt über den vorgeschlagenen Begriff oder Begrifflichkeit noch mal länger nachdenken, aber genau, so eine Art von Konkretisierung ist sicherlich immer hilfreich. Wenn ich es richtig sehe, dann haben wir jetzt zwei Wortmeldungen, und zwar von Peter Krüger und dann von Andreas Meislinger. Genau, ich werde jetzt mal die Stummschaltung vom Herrn Krüger aufheben. Herr Krüger? Entschuldigung, da hat sich, glaube ich, ein Irrtum eingeschlichen. Ich wollte mich gar nicht zu Wort melden. Ah ja, okay. Dann Andreas, ich höre interessiert zu. Ob das nicht geschehen ist, und gehen zum Herrn Meislinger über. Andreas Meislinger möchte. Genau, habe ich gesehen. Eine Sekunde. Herr Meislinger, Sie sollten jetzt zugeschaltet sein. Wenn Sie Ihre Stummschaltung aufheben, dann. Video ein. Ja, jetzt hören wir Sie. Okay, jetzt, ja? Ja. Okay, gut. Also, zuerst einmal wollte ich sagen, weil das Wiesenthal Lecture heißt und das Wiesenthal Institut ist. Herr Wiesenthal war sehr wichtig für mich, um all diese Dinge zu begreifen. Ich war ein junger Student, klar, Student ist man jung, in den 70er Jahren.
Und er hat mich immer wieder in seinem Büro empfangen und wir haben lange geredet und ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Also danke, dass das Wiesenthal Lecture heißt. Ausgehend von zwei Erfahrungen würde ich Sie gerne fragen, weil ich selber wenig dazu komme, jetzt viel zu lesen. Ich bin mehr Praktiker geworden. Ich leite eine große internationale Organisation, den Gedenkdienst. Wir arbeiten in 50 Ländern inzwischen. Deshalb musste ich jetzt auch zwischendurch kurz weg. Also zwei konkrete Erfahrungen und gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse, die mir da etwas weiterhelfen? Beide waren in Innsbruck. Die erste, ich bin immer wieder eingeladen in der Kultusgemeinde. Ich war zusammen mit Schlomo Hofmeister, ein kleines Abendessen. Neben mir sitzt eine sympathische jüdisches Ehepaar. Und innerhalb weniger Minuten sagen sie mir, dass sie in der AfD sind. Also nicht nur Mitglieder, sondern sehr aktiv. Und sie haben das dann auch begründet. Meine konkrete Frage wäre, gibt es Untersuchungen, wie viele Juden in Deutschland in der AfD sind, warum sie dort sind? Also das würde mich jetzt interessieren, dass ich das etwas zuordnen kann. Und die zweite Erfahrung, direkt vor meiner Wohnung wurde ein ungefähr 2 Meter großes Hakenkreuz gemacht mit Streusalz. Ich habe das sofort fotografiert, dem Landesamt für Verfassungsschutz gemeldet. Und ich bin davon ausgegangen, dass das Neonazis waren, die mich einmal überfallen haben. Ich bin schwer verletzt, einmal von ihnen niedergeschlagen worden, Nasenbeinbruch, der kleine Finger war völlig kaputt. Und dann am nächsten Tag sagt mir ein Nachbar, nein, nein, das waren nicht unsere bekannten Neonazis, sondern das waren junge Türken. Und ich bin drauf gekommen, wer das ist vom Jugendzentrum, und habe mit diesem jungen Türken gesprochen und habe ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Er stand sehr selbstbewusst vor mir und ist mit der rechten Hand ganz schnell durch den Hals gefahren, zack, so. Dann habe ich gesagt, ja, und was heißt das? Und dann hat er wortwörtlich gesagt, wieder sehr selbstbewusst, den Juden muss man den Kopf abschlagen. Und jetzt die Frage, die damit verbunden ist. Ich habe mit Mesut Onay, das ist ein alternativ-grüner Mitglied des Gemeinderates, kurdisch-türkischer Herkunft, habe ich gesprochen. Und der hat mir so einen kleinen Einblick gegeben in türkische Fernsehsender, welchen Judenhass die verbreiten. Ich hatte dann später keine Zeit mehr, mich mehr damit zu beschäftigen. Frau Arnold, wissen Sie mehr darüber, was macht die türkische Republik in diesem Bereich und wie stark ist der Einfluss auf junge Türken in Österreich und in Deutschland? Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich möchte mit Likrat und mit dem Schlomo Hofmeister in Innsbruck Begegnungen machen zwischen jungen Juden und jungen Moslems, weil wir davon ausgehen, dass es im Endeffekt ganz simpel ist, wenn dieser junge Türke einen Juden kennenlernt, dann merkt er, dass er keine Hörner hat und er wird diesen Unsinn ablegen. Also es scheint oft ganz einfach zu sein, wenn man mit diesen jungen Moslems redet, dann kommen sie drauf, dass sie da irgendwelcher dummen Propaganda nachgehangen sind. Weil, letzte Bemerkung, sorry, ich habe jetzt ein bisschen lange geredet, das Judentum ist dem Islam ja näher, religiös aus dem Christentum. Und Schlomo Hofmeister betont das immer wieder, der Islam selber ist nicht antijüdisch, das ist politisch überlagert, schon von Mohammed selber, der ja auch Politiker war. Also es wäre an sich kein besonderes Problem, dass es zu einer guten Verständigung zwischen Moslems und Juden in Deutschland und in Österreich kommt. Dieser Meinung bin ich auch. Ja, danke an Andreas Meislinger, den Obmann des Verein Auslandsdienst, für den Bericht und die Frage. Und bevor Sie antworten, Frau Arnold, hat sich nur Herr Popescu bedankt für die Geduld und für die Antwort, und das Wort ist wieder bei Ihnen. Ja, danke für die Anmerkung, die Erzählung. Also ich fange mal vorne an, weil ich habe keine Zahlen zur Anzahl der jüdischen Mitglieder in der AfD, aber es gibt ja eine Vereinigung, die auch so heißt, Juden in der AfD, die ist klein, aber die ist sehr sichtbar und die wird auch sichtbar gemacht. Also ich glaube, das ist auch das, was ich mit der Instrumentalisierung meine, dass die Partei eben sagen kann, wir sind doch keine Antisemiten, wir haben hier ja Juden und Jüdinnen, die unsere Ziele unterstützen. Ich hatte auch diese Begegnung in einem meiner Seminare an der Universität, war jemand aus dieser Gruppierung.
Und also das ist, ich glaube, da muss ich auch verweisen auf das, was ich meinte mit dieser grundsätzlichen Haltung, also wenn man sagt Haltung statt Herkunft. Ich würde auch jedes Mitglied der Juden in der AfD kritisieren, nicht weil sie Juden und Jüdin sind natürlich, sondern weil sie Mitglieder einer rechten rechtspopulistisch bis rechtsextremen Partei sind. Und natürlich zeigt es auch Juden und Jüdinnen sind nicht per se bessere Menschen oder progressive Menschen oder so, sondern auch manche Juden und Jüdinnen sind eben auch AfD-Mitglieder und befördern eben auch oder haben eben die Wahrnehmung, dass die AfD als dezidiert antimuslimische Partei quasi ihre Interessen schützt. Genau, und zu der zweiten Frage. Sicherlich, also es gibt Antisemitismus in der Türkei, der teilweise auch befördert wird durch Medienformate oder auch durch die Regierung. Ich glaube, eine der Expertinnen zu dem Thema ist Cori Gutstadt, schreibt den Namen auch nochmal in den Chat, die in Hamburg forscht, die gerade auch an einem Band arbeitet, auch mit türkischen Kollegen und Kolleginnen. Das ist ja auch immer noch, also auch bei den anderen Herkunftsländern, ein großes Problem, dass da auch teilweise Leute zu forschen, die gar nicht die entsprechenden Sprachkenntnisse haben. Und da geht natürlich total viel verloren. Anfang der Nullerjahre, Mitte der Nullerjahre, als diese Diskussion losging, da war der Einfluss des, ich erfahre gerade, dass Cori Gutstadt auch Fellow bei Ihnen am Institut war. Ja, gut. Anfang, Mitte der Nullerjahre, da war der Einfluss der Satellitensender, zum Beispiel auch aus der Türkei, aber auch aus dem Libanon, für antisemitische Diskurse in migrantischen, postmigrantischen Milieus sehr, sehr einflussreich. Ich glaube, jetzt ist es für Jugendliche ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil die gar nicht unbedingt Fernsehen gucken, sondern also auch, aber die sind vielmehr auf sozialen Medien unterwegs. Das heißt, da gibt es durchaus dann auch irgendwelche Memes, Sprüche und so weiter, die in den Herkunftsländern generiert werden und auch hier zirkulieren in den entsprechenden Communities. Und zu Ihrer letzten Anmerkung. Das gibt es, also in Deutschland gibt es auch einige dieser Art von Begegnungsprogrammen. Auch der Zentralrat der Juden hat ein Programm initiiert, das heißt Salam Shalom. Das hat zugenommen, gerade diese muslimisch-jüdischen Begegnungsprojekte, Projekte wie Rent a Jew, wo eine jüdische Person dann in Klassenzimmer kommt und so weiter. Ich finde das generell erstmal gut und ich wünsche Ihnen da auch viel Erfolg. Ich glaube, wenn man sich die Evaluation anschaut, bei dieser Art von Begegnungsprojekten, die ja auch sicherlich auch einen Vorläufer haben, auch in so internationalen Jugendbegegnungen, die sind unterschiedlich. Also einerseits tut sich da sehr viel, wenn eben man aus diesem Stereotypenbild ausbricht und eine reale Person hat, Gemeinsamkeiten aufzeigen kann, auch religiöse Gemeinsamkeiten, kulturelle Gemeinsamkeiten. Andererseits hat man auch immer die Gefahr, dass man dann quasi sozusagen ein Exemplar der Gattung in Anführungsstrichen kennengelernt hat und dass die Person dann steht dafür, wie die Juden oder die Muslime so sind. Oder dass man eben auch mit Stereotypen in zum Beispiel die Jugendbegegnung geht und die dann auch wiederum erkennt. Also ne, klassisch, wenn man die Vorstellung hat, was weiß ich, alle Franzosen sind unpünktlich, dann entdeckt man beim der deutsch-französischen Jugendbegegnung auch immer nur, dass es da Unpünktliche gibt und das Stereotyp wird bestätigt. Das heißt, ich glaube, das muss sicherlich auch gut begleitet werden, diese Art von Begegnung. Und es kann, glaube ich, nicht das einzige Format sein. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich begrüßenswert. Und vielleicht das als Letztes, ich glaube, es ist auch begrüßenswert in den aktuellen Mobilisierungen gegen Antisemitismus und Rassismus. Da können wir ja sehen, dass es häufig sehr getrennte Felder sind. Und man hat zum Beispiel nach den Anschlägen von Halle und Hanau in Deutschland gab es ein bisschen ein Zusammenrücken von den Communities, weiß gar nicht, ob man das so davon sprechen sollte, aber von jüdischen und muslimischen Akteuren. Und das vor dem Hintergrund, weil quasi der Feind vereint, weil wir wissen, dass der internationale Rechtsextremismus auch mit dieser Ideologie des großen Austauschs
Und auch explizit die Attentäter von Halle und Hanau oder insbesondere von Halle, die haben die Vorstellung, die Juden und die Muslime, die gehören zusammen. Also da wird das zusammengedacht und ich glaube, in der Reaktion darauf, in den sozialen Bewegungen, ist extrem wichtig, das nicht getrennt zu behandeln, sondern da zu versuchen, zusammenzurücken. Und das betrifft natürlich dann auch jüdische und muslimische Communities. So, wir haben jetzt von Eva Kovac noch eine. Ja, zuerst vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig spannende Vorlesung. Wir haben extrem viel gelernt. Und jetzt haben wir auch ziemlich viel über die Migrationsgesellschaften als eine mögliche Argumentationsschema geredet. Und im November wurde eine ziemlich lange Publikation erschienen, Antisemitic Prejudices in Europe, wurde von Andras Kovac und seinen Kollegen, Kolleginnen publiziert und es wurde 16 Länder nachgefragt und dort haben sie aber sehr spannende Ergebnisse gefunden, wenn man über Longue Durée reden könnte, warum diese Länder also solche antisemitistische Stereotypen produzieren. Und dort ist Deutschland eigentlich in der Mitte mit Italien, Frankreich, Belgien etc. Und Schweden, Niederlanden und Großbritannien sind ganz niedrig. Sowohl in der affektiven als auch in kognitiven Antisemitismen. Aber Österreich zum Beispiel liegt in kognitiver Sinne in Osteuropa. Und dann habe ich mich gefragt, ob es doch eine Longue Durée Entwicklung, soziale Entwicklung dahinter steht, da diese antisemitistischen Stereotypen immer wieder neu reproduziert. Weil wenn wir nur über Migrationsgesellschaften reden würden, dann hätte auch Österreich mit Deutschland in der gleichen Hub gefunden werden. Und es ist nicht so. Also Österreich ist wie Tschechien, Rumänien, Slowakien, Slowakei und Ungarn ganz, ganz stark antisemitistisch. Wie könnten Sie das bewerten? Also wie könnte man mit diesen unterschiedlichen antisemitistischen Stereotypisierungen in einer langen Perspektive die neue Entwicklungen besser verstehen und neue Strategien aufzubauen. Ja, große Frage. Ich meine, ich bin ja eigentlich qualitative Sozialwissenschaftlerin. Das heißt, obwohl ich Ihnen so viele Zahlen präsentiert habe, bin ich selber immer so ein bisschen skeptisch, gerade in der internationalen Vergleichbarkeit, weil das wissen wir, es gibt das Problem der sozialen Erwünschtheit. Ne? Die Leute lernen, was sie sagen können. In Deutschland haben sie auch gelernt auf eine Art, dass man nicht antisemitisch sein soll. Und natürlich gibt es dann auch irgendwie methodische Kontrollmechanismen, aber da bleibt halt eben was, dass nur erfasst wird, was die Leute sagen. Und das ist was anderes als das, was die Leute denken oder was sie potenziell denken. Und oder was sie vielleicht auch was sie potenziell denken und was sie dann daraus, wie sie handeln, wenn die Umstände auch anders werden, wenn die Grenzen des Sagbaren sich verschieben. Das ist ja was wir auch gerade beobachten durch diesen Rechtsruck, dass manche Sachen auch wieder sagbar werden. Deswegen bin ich immer ja also auch sehr zögerlich bei diesen internationalen Vergleichsstudien. Und da muss man halt ganz genau schauen. Und ja, sicherlich, da kann man sehen, in Österreich auch eine gewisse Longue Durée, ganz unabhängig von den Migrationsentwicklungen, sondern etwas, was sich eben durchzieht und was eben nochmal andere Konturen bekommt durch diese neueren Debatten. Aber das ist natürlich nichts ganz Neues, ganz sicher, ja. Gut, ich sehe, es gibt noch eine Frage.
von Susa, und zwar lese ich die auch ganz kurz vor. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie vorhin davon gesprochen haben, dass Antisemitismus bei Menschen mit Migrationshintergrund abnimmt, wenn die Personen länger in Deutschland sind? Wie kann das sein, wenn Antisemitismus in Deutschland doch so verbreitet ist? Können Sie das noch einmal ein wenig ausführen? Ja, genau. Also das, was ich beschrieben hatte, das war diese Studie der Berlin-Monitor, den Kollegen durchgeführt haben. Und da haben ja gesagt, es gibt sowas wie Akkulturationseffekte. Das heißt tatsächlich, je länger Leute in Deutschland leben, desto weniger, und jetzt Achtung, das nimmt dann quasi Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe, man kann nicht sagen, desto weniger antisemitisch sind, sondern desto weniger stimmen sie antisemitischen Aussagen zu. Also das heißt, die These, wenn ich meine Kollegen da richtig verstehe, ist wir haben eine soziale Norm gegen Antisemitismus, und diese Norm kann auch erlernt werden. Das ist Teil dessen, was erlernt wird. Das heißt, je länger man hier ist, desto mehr erlernt man, nicht offen antisemitisch zu sein. Es hat vor allem Auswirkungen auf den primären Antisemitismus, also diese Vorstellung, Juden haben Macht und sind reich und so weiter. Und da, wenn Sie sich an die Zahlen erinnern, die ich vorgestellt hatte, da sind ja die Zahlen zum Beispiel bei den Leuten ohne deutsche Staatsbürgerschaft, sind die Zustimmungswerte noch höher. Das heißt, da gibt es einen Lerneffekt. Und jetzt ist die spannende Frage, und das kann man mit diesen Studien meines Erachtens nicht beantworten: Haben die Leute gelernt, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr sagen sollen? Oder haben sie wirklich etwas vorher geglaubt und glauben es jetzt durch diese Akkulturation nicht mehr? Da muss man anders rangehen, da muss man sicherlich andere Studien machen, weil mit dem, was ich Ihnen jetzt präsentiert habe, kann man es meines Erachtens nicht eindeutig beantworten. Man könnte natürlich sagen, es ist trotzdem schon erstmal was Gutes, wenn Leute wissen, dass sie nicht mehr offen antisemitisch sein sollen. Also auch damit ist vielleicht schon was gewonnen, aber gleichzeitig ist natürlich das, was ich auch beschrieben hatte als latenten Antisemitismus, ist natürlich auch gefährlich. Man will ja auch nicht, denken, da schlummert ganz viel bei ganz vielen Leuten, und wenn die politische Situation sich ändert, dann bricht es heraus. So. Vielleicht als letzte Frage jetzt nochmal von Herrn Popescu. Kann man dies methodisch nicht erfragen, also Unterschied zwischen antisemitischem Denken und antisemitischen Reden oder Handeln, anonym zum Beispiel? Ich glaube, man kann das qualitativ erfassen. Also wenn man jetzt Methoden aus der Ethnologie, aus der Ethnographie nimmt, da kann man natürlich sowas wie teilnehmende Beobachtung machen. Nicht nur, was sagen Leute über Juden, sondern wie sieht das denn dann aus? Keine Ahnung, ich denke jetzt gerade an 2015, 2016. Für viele der Geflüchteten aus arabischen Ländern, die waren dann ja in Willkommensklassen oder in Sprachkursen. Mir haben einige berichtet, sie saßen dann, haben das erste Mal jemand aus Israel begegnet. Gerade hier in Berlin, ne, gibt es eine große israelische Zuwanderung von jungen Leuten. Die saßen dann teilweise in den gleichen deutschen Sprachkursen. Und dann ist ja die spannende Frage, wie verhalten die sich da? Da gab es dann auch Israelis, die berichtet haben, ja, ihnen wird mit Reserviertheit begegnet, aber auch mit Neugierde. Es gab jetzt wenig Berichte von offenen antisemitischen Anfeindungen, aber sowas kann man natürlich beobachten. Also wenn es jetzt wirklich um so einen klassischen Antisemitismus geht, wie gehe ich mit Juden und Jüdinnen um? Ich glaube, dass die quantitative Sozialforschung da an die Grenzen kommt. Da gibt es auch so ein paar experimentelle Methoden, mit denen das versucht wird, auch zu fangen. Aber ich glaube, da muss man dann ins Feld gehen. Gut. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir die Gelegenheit hatten, in der Diskussion einige wichtige Punkte anzukratzen. Natürlich haben wir das jetzt nicht in die Tiefe gehend und ausufernd diskutieren können, aber es war ein sehr guter Start. Frau Arnold, vielen Dank für diesen ausgezeichneten Vortrag. Danke auch an alle Teilnehmerinnen, dass sie sich
tatsächlich dazugeschaltet haben und auch bis zuletzt geblieben sind. Für dieses Jahr gibt es jetzt von Seiten des VWIs programmtechnisch nicht mehr so viel, aber ich möchte alle interessierten Teilnehmerinnen noch einmal darauf hinweisen, dass es auf unserer Homepage einen Eventkalender gibt. Es ist für nächstes Jahr sehr viel Spannendes geplant. Unter www.vwi.ac.at können Sie den finden. Danke nochmal, Frau Arnold, für Ihren ausgezeichneten Vortrag und danke auch an das Publikum für die Fragen. Und nachdem wir gesagt haben, ja, vielen Dank an Sie. 20 Uhr ist 20 Uhr 5, glaube ich, ein guter Punkt. Genau. Dankeschön. Danke.